Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Auf jeden Fall haben wir Post bekommen. Das hat ja, glaube ich, Hanna sogar schon mal angesprochen. Auf jeden Fall gab es Post von Hip. Vom Babyclub. Wir haben uns erst gewundert, wieso wir ein Paket kriegen, was nachgesendet wurde. Also, nee, wir haben uns nicht gewundert. Wir haben ja einen Nachsendeauftrag gemacht. Auch für Pakete. Und wir müssen da aber 7 Euro Paket zahlen oder sowas. Ja, bei der Annahme dann, für die Nachsendung. Ja, aber das stand bei uns einfach vor der Wohnungstür. Und ja, und zwar war das, was hast du gesagt, wie hieß das? Irgendwas mit Werbedings. Nein, Infopost, und da steht irgendwas drauf mit entgeltfreie Nachsendung. Weil es halt Infopost ist, und bei Infopost genau. Ist es scheinbar egal, ob es ein Brief oder ein Paket ist. Genau so steht es hier drauf. Und das will ich jetzt mal auspacken, nicht wundern, dass ich es gerade aus dem Bild genommen habe. Man muss ja nicht unsere Adresse sehen. Auf jeden Fall ist da so ein kleiner Becher drin. Klein. Groß, klein. Also so ein Becher halt. Mit, nee, nicht mit, für, huch, ich soll das vielleicht auch ins Bild halten. Für so Milchpulver oder sowas. Oder, ja doch, Milchpulver. Mit Löffelhalter. Ach, zeig mal. Aber ohne Löffel, ne? Ohne Ach, Löffel. Den gibt's bestimmt dann bei der Pulverpackung dazu. Ein Infozettel über die Säuglingsmilchnahrung von Hip. Deine Mitgliedskarte für den Hip Baby Club. Ja, cool, oder? Warum steht hier nirgendwo der Name da, sondern immer nur ihr Baby oder Baby an Bord? Echt? Ja. Ja, das auf dem Aufkleber, weil die das nicht mehr personalisiert drucken. Aber es kann auch sein, dass ich das online noch nicht geändert hatte oder oh, so. Aber ich habe es bei mir gemacht, aber ich krieg's ja, nicht. Ich weiß nicht, warum wir 2 Hip Baby Club Anmeldungen haben. Weil ich das auch mal machen wollte. Also, dass die Milchbox vor erstmaligem Gebrauch gründlich reinigen. Und nicht in die Spülmaschine. Ja, weil es nicht die Farbe abgeht. Ja, das ist irgendwie so ein Milchberatung. Brauchst du Milchberatung? Nein. Commerzbank. Ja, ihr seht, das ist ein bisschen viel Werbung, aber es ist ja. Halt auch immer was Geschenktes mit dazu. Und das ist einfach cool, finde ich, so, dass sie das an sich machen. Können wir uns mal einlesen, das ist bezüglich Bausparer. Ja, hier gibt's irgendwie noch so einen kleinen Ratgeber oder ja, zum Thema Stillen und Milchnahrung. Dann haben wir. Ja, das ist diese Milch, die man nach dem Stillen, wenn man anfängt mit Brei und dann trotzdem noch eine Abendmilch oder so. Ja, dazu. Dann cool. Den Aufkleber. Ich weiß nicht, machen wir den ins Auto oder? Ich finde den so kitschig. Der passt auch nicht zu unserem Auto. An sich fände ich süß. Aber es passt auch schon die Minion Sonnenschutzdinger. Ja, aber das ist ja lustig. Auch nur zeitweise jetzt. Bloß sowas kriegst du voll schwer wieder ab. Ich wollte anmerken, dass wir ein sehr intelligentes Baby haben, was gerade ein Buch liest, aber jetzt hat es das Buch weggelegt. Okay. Was haben wir hier? Ein Fläschchenthermometer. Das scheint man da rumzulegen, um so ein Fläschchen, und dann wird wahrscheinlich dieser Streifen hier unten eine gewisse Farbe annehmen oder so. Und somit zeigen, wie warm das ist. Aber ich könnte ihn auch einfach mal in die Hand nehmen. Sehen wir das vielleicht. Da erscheint eine Warnung, wenn es zu warm ist. Ach so? Habe ich irgendwo gelesen. Wenn es über 37 Grad ist, ich weiß nicht, ob du das erreichst. Ich nehme mich jetzt nicht in den Mund. Danke. Und hier haben wir zwar diese Milch, von der wir gerade gesprochen haben. Die 6 Monate oder sowas, ne? Ja. Ja. Also Pulver hält sich auch. Genau. Und wir haben noch eine Ecke, wovon auch immer. Ach, die kommt hier rein. Da kannst du wahrscheinlich dann den Löffel entweder abstellen oder abstreichen. Ja, das ist wahrscheinlich zum Abstreichen für gestrichene Löffel. So, hier gibt es noch etwas zum Thema Baby-Unboxing. Ich habe am Black Friday nicht viel bestellt, aber das hier unter anderem, das zeige ich euch jetzt. Ich mache es einfach mal auf. Der Kleine spielt hier gerade neben mir. Oh Gott, in welche Richtung zeige ich denn? Irgendwie ist es gerade bei mir alles seitenverkehrt hier an der Kamera. Auf jeden Fall spielt der Kleine gerade, und solange er entspannt ist, will ich das jetzt einfach mal auspacken. So, wo muss ich das denn ins Bild?
Ich hoffe, es ist immer noch scharf gestellt. Wir haben 3 Artikel. Und ich würde sagen, ich packe einfach mal aus. Ich fange mal hier mit an. Das liegt jetzt gerade in der Mitte. Ich hoffe, dass der Autofokus mitmacht. Das wäre auf jeden Fall sehr nett. Das ist eine Hose. Die ist jetzt wahrscheinlich noch zu groß. Aber die gab es nicht kleiner. Oh, ist die süß. Wie kriege ich die denn jetzt komplett ins Bild? Gar nicht, ne? So sieht die aus. Die ist so süß. Ja, das ist eine Größe 80. Es wird nicht scharf. Wenn ich es hier runterhalte, ist es scharf. Es ist eine Größe 80. Und ja, da müssen wir noch ein Stückchen warten. Aber wie gesagt, ich fand die so süß und die war halt irgendwie reduziert wegen Black Friday. So, das nächste ist ein Langarmbody. Nein, ein Kurzarmbody. Deswegen habe ich den auch eine Größe größer bestellt. Theoretisch ist das eine 74. Genau. Für nächstes Frühjahr. Den zeige ich auch mal kurz so. Genau. Und ja, der ist eigentlich auch ganz süß. Das ist sehr süß. Das steht hinten drauf. Das habe ich gar nicht gesehen. Online, dass es auf dem Popo steht. Ja. So, und dann haben wir noch ein T-Shirt. Hier. Das T-Shirt kann er natürlich auch erst anziehen, wenn es wärmer ist. Theoretisch habe ich das nämlich dann auch in der 74 bestellt, sodass er das dann nächstes Frühjahr anziehen kann und nächsten Sommer. Mal gucken. Genau, eine 74. Und das T-Shirt sieht so aus. Ich zeige das jetzt einfach mal so. Ich finde das total süß, weil er so bunt ist. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit meinem kleinen Black Friday Unboxing. Die 3 Sachen, ich kann die ja nochmal hier herlegen. Das sind die 3 Sachen. Und ja, ich habe noch am Cyber Monday bestellt. Was andere Babysachen, die seht ihr jetzt im Anschluss, weil ich schneide einfach die beiden Unboxings aneinander. Und ja, da würde ich sagen, viel Spaß damit. So, ich packe jetzt noch die Strumpfhosen aus. Der Kleine spielt wieder hier drüben auf der Decke und ist gerade echt aufgedreht, also nicht wundern über die Geräusche. Ich habe es schon mal aufgemacht, aber jetzt noch nicht reingeguckt. Ja, und ich würde sagen, wir fangen mal an. Es sind nur Strumpfhosen, weil wir ganz wenig Strumpfhosen haben. So, das hier ist die erste. Größe bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich mache die einfach mal auf. Und ich glaube, ich muss mir dann eine Schere holen, damit ich die alle irgendwie von der Verpackung befreien kann. 74,80 steht jetzt hier drauf. Mal gucken, ich kann ja hier durchfädeln. Ja, also die ist noch ein bisschen groß. Oh, ist das süß. Ist das süß hier am Knie. Es sind so kleine Pandas mit Ohren und Nase. Och, ist das süß. Hier am Popo ist auf jeden Fall ein Panda-Gesicht. Aber, oh nein, ist das süß. Oh, ich finde das so süß. Ich sehe jetzt die Größe. Ich schneide dann das hier oben nachher ab. Mal gucken, wie es bei den anderen ist. So, die nächste ist eine Thermostrumpfhose in der Größe 62. Das dürfte jetzt eigentlich gut passen. Ich hoffe, dass sie nicht zu klein ist. Die kann ich hier rausfädeln. Okay, die sieht ungefähr genauso groß aus, oder? Wenn nicht sogar noch größer. Hier ist auf jeden Fall so ein süßer kleiner Teddybär und die ist richtig weich und ihr seht es auch ganz flauschig, also voll Thermo. Und hier unten so Weihnachtsmuster, aber die sieht auch noch ganz schön groß aus. Aber mal gucken, wie das ist, wenn ich die das erste Mal gewaschen habe, ob die dann alle vielleicht ein bisschen eingehen. So, hier ist noch ein Doppelpack, Größe 62 bis 68. Mal gucken, wie die aussehen.
Also die sind jetzt so zusammen. Ich hole meine Schere. So. Also mit Schere. Der Kleine sprudelt zurzeit voll gerne. Lautstark. Das ist so süß. Und er spielt halt gerade mit dem Spielebogen, deswegen klappert das so. So. Ein Moment. Muss ich das Ding hier mal rausfädeln. So. Mach das hier auch noch ab. So. So. Die hier sieht ein bisschen kleiner aus. Also klar, hier oben, das ist alles ziemlich hoch. Aber auch süß, mit Knopf. Also mit aufgedrucktem Knopf. Aber hier unten die Beine, die passt auf jeden Fall. Genau, und die andere ist ja wohl jetzt genauso groß. Also die brauche ich jetzt nicht abmachen. So, und das letzte ist auch nochmal ein Doppelpack. Ich glaube, das sind keine Thermostrumpfhosen. Größe 68. Kriege ich die hier raus? Ja. Das ist schön, wenn dies nur so zum Rausfädeln ist und die Verpackung eigentlich fast kein Plastik enthält. Ja, die sind auch noch ganz schön groß. Warte mal, das ist jetzt hinten, das ist vorne. Also ich glaube, die sind am größten. Ich werde die einfach alle mal in die Waschmaschine stecken und dann werden wir sehen. Genau. Das war es eigentlich jetzt mit der Strumpfhosenbestellung. Ich habe noch was von dem Hip Baby Club. Das habe ich schon ausgepackt, weil da steht innen drin ziemlich oft der Name von dem Kleinen oder unser Name und Adresse und sowas. Aber ich kann euch mal zeigen, was da auf jeden Fall drin war. Das hole ich mal hierher. Und zwar haben wir einen Hip Breilöffel bekommen, dann einen Möhrenbrei, also ab dem vierten Monat. Das ist ein kleines Gläschen, wie ihr seht, weil die Babys ja am Anfang noch nicht so viel essen. Also das ist jetzt 125 Gramm. Und eine Probe Reisflocken. Das finde ich ganz cool, weil ich habe nämlich schon, also ich habe schon Breirezepte rausgesucht, weil wir haben da so ein Brei wie Kochbuch. Und da braucht man auch Reisflocken für manche Sachen. Und wenn ihm die nicht schmecken oder so, dann haben wir erstmal jetzt nicht so viel da, wie wenn ich jetzt hier so eine Packung kaufen würde. Genau. Und dann gab es halt noch so Flyer und so eine Tabelle von den Brei-Sorten, je nach Alter und so weiter. Und dann mit geordnet nach Mittag, Abend und so. Genau, auf jeden Fall kam das vor kurzem. Und ja, damit ist eigentlich das Baby-Unboxing beendet. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hoffen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Unser letztes Video verlinken wir unten. Ich weiß gerade nicht, ich glaube, hier ist unten. Ich habe mein Kameradisplay so geklappt, dass bei mir eh alles auf dem Kopf steht. Ja, unser letztes Video verlinken wir unten und dann hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video.